Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Civilization 5, heute im Together-Modus mit Oculus Let's Play. Hallo! Hallöchen! Wir sind schon in Runde 76. Jo, geht ganz schön schnell. Ja. Und ich habe verdammt nochmal, ich habe Enter gedrückt. Steuerst du das mit der Tastatur? Ja. Aber auch mit der Maus manchmal. Je nachdem, worauf ich gerade Lust habe. Wir können gleich nochmal gucken, ob wir ein bisschen miteinander handeln können, ne? Schlappschwanz, der trifft ja gar nichts. Was denn für eine Trantüte? Errichtet hier mal eine Baumwollplantage. Dann errichtet hier mal eine Gewürzplantage. Da habe ich schon lauter Luxusgüter. Die benötigen Perlen. Paletta benötigt gar nichts. Akkad benötigt auch nichts. Nee, da war doch gerade noch ein Barbarenlager. So, ich gehe mal auf nächste Runde. Ich brauche einen Moment noch, aber... Was machst denn du da immer? Ja, ich muss jetzt wissen, wo ich mein Dings hier hin... Irgendwie scheint Theben ja bei dir nicht so toll zu wachsen. Sag mal, wie geht's noch? Natürlich. Hallo, das hat zwei Bürger. Wieso? Theben. Da hat das denn zwei Bürger nur? Ja, das ist auf Stagnation. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Ja, ich guck mal gerade vier Runden. Ja, keine Ahnung, warum das hier so. Der Babylon hat 5 Bürger, Valletta hat 1, gut, das habe ich gerade erobert, und Akkad hat 3. Habe ich jetzt auch nicht so drauf geachtet. Ist natürlich ein bisschen blöd. Wie viel Geld hast du? 390, aber ich habe auch gerade großzügig Leuten was geschenkt. Ich habe 191. Wie viel pro Runde hast du? Plus 2. Ich habe plus 17. Ja, ich habe auch extrem hohen Unterhalt für Militäreinheiten hier, muss ich zugeben. Wo wird denn das berechnet? 14 Ausgaben gesamt, 9 für Einheiten Unterhalt und 5 für Gebäudeunterhalt. Ja gut, so viel habe ich nicht. Ich habe minus 5 Ausgaben gesamt. 3 für Einheitenunterhalt, 2 für Gebäudeunterhalt. Gut, ich forsche ja auch hier gerade, also das Forschen. Ich habe ja die Triere, mit der erkundige ich hier gerade das Meer, also ich habe eine Menge zu tun so zwischendurch. Kriegen die echt nicht erledigt alleine? Langweiler, warum trifft er denn nichts? Die hier errichten hier eine Plantage bitte, genau. Sägewerk. Die hier errichten hier auch eine Plantage. Ach so, genau, wir müssen nachher nochmal gucken. Da war, ich wollte noch was anderes erforschen. Den Marktplatz oder sowas bräuchten wir mal. Ja, ich gehe erstmal auf nächste Runde. Wie gesagt, Sidon wäre auch nicht schlecht, die demnächst mal zu annektieren. So, pass mal auf, was jetzt passiert. Ja. Bam. Heliopolis. Wo? Ah, da. Meine dritte Stadt sozusagen. Cool. Dein Reich ist flächenmäßig größer als meins. Mhm. Da werden wir erstmal auf den Produktionsfokus gehen. Bringt das was? Was ist denn das? Wie? Vor allem habe ich so viele Einheiten hier zu befehligen, ich komme gar nicht zu irgendwas anderem. So. Und nächste Runde. Oh, wir haben Bismarck überholt. Beide sogar, cool. So. Wir haben jetzt die Forschung, Mathematik. Gut, Bauwesen haben wir auch schon. Jetzt kann ich ein Gerichtsgebäude in Auftrag geben. Hm.
Ich wäre für Optik. Weil Warte. ermöglicht Landeinheiten das Wassern und die Bewegung über Ja, das wassergelände ist gut. Felder. Das ist richtig gut. Brauchen wir. Gebe ich hier mal das Gerichtsgebäude in Auftrag, ist nämlich deutlich Vielleicht praktischer. geht meine Triere den Bach runter. Damit, ich werde wahrscheinlich gleich angegriffen. Aber nur von Barbaren, oder? Naja, trotzdem nicht schön, ne? So, mal Die gucken, richten ob's. weiter in ihre Plantage. Da oben gibt es Elfenbein, das könnte ich mir auch mal holen. Ich wollte hier noch mal gucken. Wir könnten noch mal Elfenbein, könnte ich dir anbieten. Stadt Akkad ist bereit für ein neues Bauprojekt. Medina hier, das ist echt übelst lang. Jo, ich könnte hier mal die Wassermühle in Auftrag geben. Die Stadt Theben benötigt Seide. Wenn diese Ressource ins Handelsnetz aufgenommen wird, erhält die Stadt einen Feiertag und die Wachstumsrate steigt. Das mit dem Wachstum ist echt eine dumme Nummer. So, hier wurde jetzt schön gebaut. So, wir sind keine Freunde mehr. Das ist ja unglaublich, Antwerpen. Frechheit. Möchten, dass ihr die Ressource Pferde ins Handelsnetz anschließt. Ja, aber wir haben keine Pferde. Ich brauche Perlen. Antwerpen. Hast du Perlen? Nee, ich habe keine Perlen. Ich habe Gold, Edelsteine und Gewürze. Ich könnte gleich Rauchwerk anbieten, Rauchwerk und Weizen. Räucherwerk, oder? Ja, meine ich doch. Rauchwerk. Rauchwerk, Räucherwerk, es ist so alles das Gleiche. Also das denn für ein Symbol? Trüffel. Ach, das muss so ein Schwein sein. Warte übrigens. On Ach so. you. Ja, ich auch eigentlich. Also auf dich. Okay. Sidon wünscht Mombasa. sich Pelze. Ihr seid Mombasa begegnet. Machen wir hier doch mal einen Bauernhof. Oh, wir haben eine Beförderung, das ist ja nett. Ihr habt einen Zivilisten gefangen genommen, der zu Songhai gehörte. Jetzt könnt ihr ihn entweder zurückgeben oder ihn selbst als Einheit Bau und Trupp verwenden. Wenn ihr ihn zurückgibt, werden sie sehr dankbar sein. Was machen wir denn da jetzt? Ich habe eine Einheit Siedler gefangen genommen. Kannst du mal Super. gucken? Kannst du mal gucken, ob Songhai irgendwie mit uns befreundet ist oder freundlich oder neutral Ja. oder sowas? Songhai ist freundlich. Soll ich die Einheit behalten oder was mache ich denn da jetzt? Da sind sie sauer. Wem gehörten die Songhai? Die sind jedenfalls sehr reich. Gehören die zu Sejong? Songhai. Wo Songhai sehe ich nicht auf meiner Liste hier rechts? Gibt Bismarck, Darius den Ersten, Ach Askia, so, er heißt Sejong, Askia, genau. Askia. Na, die sind ja eher im unteren Drittel, ne? Nein, im mittleren Drittel. Aber er ist freundlich, also. Behalte. Ich weiß es nicht. Nehme ich sie jetzt oder nicht? Ach, was soll ich mit dem Bautrupp? Komm, zurückgeben. Ach, das war die falsche Entscheidung. Naja, gut.
Ah, was soll's. So. Wir könnten ja mal, aber. Könnten mal hier rüberlaufen. Genau, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir werden mal ein. Nee, warte mal, wo ist denn unser Kriegsstreitwagen? So, in der nächsten Runde werde ich mir erstmal noch mehr Gewürze besorgen. Ich könnte mir Marmor besorgen, das glaube ich noch besser. Ich gehe schon mal auf nächste Städte, nächste Runde, genau, nächste Städte. Was sind denn Kompositionsbogenschützen? Fernkampfstärke Kompositbogenschützen 11. sind stärker als die normalen. Wir haben 2, 11, 7. Der Kriegsstreitwagen hat 2, 10, 6. Dann nehme ich einen davon, wo der natürlich 2 Runden weniger braucht. Nee, ich mache erstmal Stadtmauern. So. So, ich warte auf Spieler. Ja, da musst du mal ein bisschen warten, weil ich tatsächlich gerade noch beschäftigt bin. Hier so viel zu tun. In der Zeit gucke ich mir mal dein Reich an. Das ist eine Salzmine, ja, das ist eine Salzmine, sieht ja cool aus. Kabam, das war's. Ackert verlangt die Ressource Zitronen, damit kann ich leider auch nicht dienen. Ich weiß, wo ich sie bekomme. Ist ja auch schon mal ein Vorteil. So, Freunde, ihr gründet hier hinten mal eine Stadt. Ihr seid dem Vatikanstaat begegnet. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich begegne gerade dem Vatikan. Der freut sich sicherlich, mich zu sehen. Nenne ich mal so gut gar nicht, glaube ich. Ja, es ist immer ganz nett hier alles, aber irgendwie. Ach so, genau, da wollte ich ja mal angreifen. So. Wir brauchen immer noch Perlen, verdammt. Ihr habt die Optik entdeckt. Das ist schön, weil dann können wir nämlich jetzt tatsächlich wassern. Jetzt wäre ich fast für die Reiterei. Ich habe jetzt Dur-Kurigalzu gegründet. Alles klar, verstehe. Was produziere ich denn hier mal? Gibt's hier Baumwolle? Auch wie nett. Ich wähle mal eine Forschung. Du wärst für die Reiterei? Ja. Ja, dann nehmen wir das doch mal. Aber wir haben immer noch keine Pferde, oder? Oder hast du welche? Ich glaube nicht. Steht Sidon unter irgendwelchem Schutz? Ja, ich meine, da wäre gerade irgendwas gewesen. Verbündeter Niemand steht da. 31 Runden bis zu meinem nächsten Siedler. Bürger. Das ist ja übel. Wie geht denn das mit den... Na, die vorhandene Nahrung bestimmt, wie schnell eine Stadt wächst. Neue Bürger aufnimmt. Bürger kultivieren das Land und sammeln. Größere Städte sind fast immer besser. Fortschritt 2,5 von 33. Ist auch komisch. Oh, ich habe inzwischen ganz schön viel Geld. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ah, Ressource benötigt Seide. Wenn du. Ah, das ist gut, wenn man da an die Stadt klickt. Da sieht man, welche Ressourcen die brauchen. Genau, unter dem Namen. War mir noch nicht klar, habe ich noch nicht gesehen gehabt. Ich hole mir gleich mal Sidon. Ja, mach das mal. Ein goldenes Zeitalter beginnt. Yay. Na dann. Ich
nimmt man da die Produktion raus und setzt die dahin. Der Vatikanstaat, ey, das ist echt witzig. So, mal wieder 40 Gold verdient, weil wir Barbaren gekillt. So muss das sein. Ich habe 39 Gold pro Runde. Okay, ich habe 6. Wie viel Gold gesamt hast du? 501. Ich habe 381. Was könnte ich denn hier mal kaufen? Auch mal ein Katapult kostet 390. So, mit dem bin ich verbündet. Das ist ja schon mal schön. Wieso bin ich mit Antwerpen nicht verbündet? Wo ist denn überhaupt Antwerpen da unten? Die wollen immer noch Pferde. Dabei haben die selber 4 Pferde, ey, das ist unglaublich. Na, ich rücke mal meine Frontarmee weiter. In 3 Runden sind ja auch die Kompositbogenschützen fertig. Das soll, glaube ich, ein Barbarenlager sein. Gut, das ist nicht bei mir. Laventer und Ägypten sind nicht mehr verbündet. So. Was hast du denn gemacht? Nicht mehr verbündet seid, das ist ja unglaublich. Laventer, was geht euch? Was euch denn? Ach ja, genau, die brauchen Räucherwerk. Die haben auch keine Quests. Schon irgendwie frech. Ja, das heißt ja nur, dass ich denen Geld schenken soll. Das machen wir aber nicht. So, und wir haben ein goldenes Zeitalter, das ist ja schön. Oh, 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 schon gut haben wir Barbaren. Hm. Sehe ich das richtig, dass ich hier der aktuelle Führer bin? Führende, nicht Führer. Du bist der Führer, genau. Was? Oh, da hat jemand Trüffel. So, es ist mal wieder Zeit, sie zu verabschieden, würde ich sagen. Schon. Sag mal so, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, das Let's Play kommt relativ gut an. Mir macht es übrigens sehr viel Spaß. Mir macht es auch Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass das doch so aufreibend ist. Mich würde interessieren, wie es die Zuschauer erleben. Also am besten, ihr kommentiert mal. Ja, wie er es so findet. Genau. Runde 85 haben wir jetzt geschafft. Und in 2 Tagen kommt bei mir das nächste Let's Play mit der nächsten Folge von Civilization 5 raus. Bei mir sieht's genauso aus. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.